was heißt das? Müssen Sie das er ist der wohl prominenteste Hochstapler Deutschlands. Jürgen Haxen. Ein Millionenbetrüger der 80er und 90er Jahre, der die Hamburger High Society um ihre Millionen bringt. Er hat das so glaubhaft gemacht. Fängt ja schon an mit der Adresse und dem tollen, der tollen Dame, die da vorne saß. Und kleinen Moment, und der Haxen ist gleich dabei. Wer da im Harvestehuder Weg da an der Alster residiert, da steckt schon was dahinter, ne? Er war geldgierig, sicherlich, und er war auch gierig vor allem nach Anerkennung dieser Leute, die er so verachtet hat. Diese Leute sind Prominente wie Dieter Bohlen und Udo Lindenberg, genauso wie wohlhabende Hamburger Kaufleute. Alles Menschen, die eigentlich mit Geld umzugehen wissen. Und dann hat er die Gabe gehabt zu sagen, Lieder, du hast 3 Stunden Zeit, 520.000 in Cash zu bringen. Das ist nicht zu fassen. Ich bin zur Bank gefahren, ich habe das Bargeld geholt und hingebracht. Das ist unwirklich. Als es beginnt, eng zu werden für Haxen, setzt er sich schließlich ins Ausland ab. Auf ihre Auszahlungen warten Haxens Kunden vergeblich. Und der erzählt bald vor aller Augen, wie er hunderte Menschen hereingelegt hat. Sie setzen und werden jetzt Fristen nennen. Warum sind die Leute trotzdem auf sie reingefallen? Das verstehe ich eigentlich auch nicht. Das will ich Ihnen gerne sagen. Jürgen Haxen ist heute einsilbiger geworden. Unserer Interviewanfrage stimmt er erst zu, sagt dann plötzlich wieder ab. Das geht einige Male so. Am Ende werden alle Termine platzen. Wer ist dieser Mann, der es sich augenscheinlich zur Aufgabe gemacht hat, zu täuschen und zu manipulieren? Er ist bereits der König der Hochstapler, der Guru der Gierigen, als Jürgen Haxen zwischen 2008 und 2011 durch die deutsche Fernsehlandschaft tingelt. Dabei ist er ein mehrfach verurteilter Betrüger. Im Scheinwerferlicht erzählt er von seinen zwielichtigen Geschäften und jenen wohlhabenden Kaufleuten, die den Traum von noch mehr Geld träumten. Haxen wird gerne eingeladen. Er ist unterhaltsam. Ein unterhaltsamer Verbrecher. Ich habe auf jeden Fall diese Lizenz gehabt und durfte mich Anlageberater und Vermögensberater nennen. Und dann habe ich einige Personen kennengelernt aus hanseatischen Kreisen, die dann die Auffassung hatten, ich wäre erfolgreich und ich könnte erfolgreich sein, und die wollten sich an meinen Geschäften beteiligen. Wer war denn gieriger, Sie oder Ihre Kunden? Also das war sicherlich eine Kombination aus allem. Also ich war auch gierig. Bei mir war es mehr nach Anerkennung, nach Erfolg. Ich wollte sehen, wie ich das schaffe, so einen hochkonservativen, studierten Menschen dazu zu bringen, mit mir auf den Mond zu fliegen oder wo auch immer hin. Und das ist mir gelungen. Bis heute geht eine Faszination von dem Millionenbetrüger Haxen aus. Zu Zeiten seiner Hochstapelei in den 1980er und 1990er Jahren sammelt er rund 100 Millionen Mark von Anlegern ein. Warum fallen so viele auf ihn herein? Einen von ihnen können wir treffen. Dietrich Liedelt ist einer von insgesamt 300 Investoren, die ihr Geld bei Haxen anlegen. Liedelt ist Immobilienkaufmann. Sein Vermögen erwirtschaftete er in den 80er und 90er Jahren als Sanitärgroßhändler, ein Mitglied der Hamburger Kaufmannsgesellschaft, Upper Class. Liedelt legt erstmals im Herbst 1988 bei Haxen an. Sein Motiv ist ganz profan, schnelle Geldvermehrung. Haxen ködert mit einer unglaublichen Rendite von 1.300%. Gucken Sie mal. Diese Unterlage habe ich gekriegt, 88, diesen Umschlag, Nordanalyse Hamburg. Und da steht drin, mal 13,1, aufgeführt, 10,8 Millionen plus Zinsen, auch plus Zinsen, 13 Millionen. Und das ist die Unterschrift von Herrn Haxen.
In starker Erinnerung habe ich meinen Besuch im Oktober 88 das erste Mal in seinem Büro. Und was mich irritiert hat, war die Kiste Cola am Schreibtisch. Er war colasüchtig. 2 Jahre zuvor war Jürgen Haxen nach Hamburg gekommen und gerierte sich als erfolgreicher Vermögensberater. Er hat zu dem Zeitpunkt keine entsprechende Ausbildung. Er ist ein Blender, ein Quereinsteiger, der zu überzeugen weiß. Seine potenziellen Kunden empfängt Haxen entweder direkt am Alsterlauf oder in seiner Privatvilla im Hamburger Luxusviertel. Haxen gilt als Geheimtipp und die Weiterempfehlung durch Anleger gehört zu einem seiner Tricks. Auch Dietrich Liedelt lässt sich von den traumhaften Renditen locken. Wenn Ihnen der beste Freund bei einer Flasche Wein erzählt, es gibt hier in Hamburg einen Investor mit einem Faktor 1:13. Geh da mal hin. Das ist ein Riesentipp. Sabine Rückert war viele Jahre Gerichtsreporterin und ist heute stellvertretende Chefredakteurin der Zeit. In ihrer Laufbahn ist sie mit vielen Betrügern in Berührung gekommen. Haxen war besonders. Es war ja nicht so, dass Haxen denen ein Investment angeboten hätte und dann haben sie 3 Wochen überlegen können. Sondern es hieß immer, es ist gerade was frei, wenn sie investieren wollen, dann heute bis 12 Uhr. Und dann mussten die auf die Bank hasten und da 3 Millionen abheben. Und da wurden sie schon manchmal angesprochen von den Banken, von ihren Bankbetreuern, was das sein soll und ob sie sich da ganz sicher sind. Aber sie waren wie besessen. Dietrich Liedelt legt insgesamt 776.000 Mark an, umgerechnet knapp 400.000 Euro. Sein Gewinnanspruch beträgt laut Haxen damals ganze 13 Millionen Mark, über 6 Millionen Euro. Mehr als das 13-fache der Einlage, Faktor 13, wie Haxen es nennt. Einen vereinbarten Auszahlungstermin gibt es nicht. Dieser Prozentsatz ist ja unwirklich. Und ich weiß, was sowas bedeutet, das ist Betrug. Aber er hat das so glaubhaft gemacht. Er fängt ja schon an mit der Adresse. Und der tollen Dame, die da vorne saß. Und kleinen Moment, und der Haxen ist gleich bei. So, und es ist ganz, wer da im Harvesterhuder Weg da an der Alster residiert, da steckt schon was dahinter. Ne? Das vermeintliche Finanzgenie Haxen prophezeit den Geschäftsleuten astronomische Renditen. Aber selbst die konservativsten unter ihnen lassen sich auf den Handel ein und verzichten auf alle Sicherheiten. Es sind schier unglaubliche Geschichten, die Haxen seinen Kunden erzählt. Ja, eins seiner Lieblingsprojekte war ja Scan 1000. Das ist diese berühmte Geschichte, wie er in Norwegen auf eine Mole tritt und dort nicht Fischgeruch ihm entgegenschlägt aus den Fischernetzen, sondern Ölduft. Dank der Investoren hat er dort die Schürfrechte in diesem Fjord gekauft, für Öl angeblich. Und hat die dann an, weil er ja selbst ja kein Ölbohrer war, hat er die dann an den norwegischen Staat verkaufen wollen. Und für Unsummen. Mit solchen und anderen unglaublichen Geschichten schafft es Haxen in wenigen Jahren vom Branchenneuling zum angeblichen Finanzgenie. Haxen beherrscht das Spiel mit den Begierden wie kein anderer. Zu diesem Zeitpunkt ahnt niemand, was hinter der Fassade vom erfolgreichen Geschäftsmann steckt. Und ich war auch überrascht über seine eiskalte Sicht auf die Geschädigten. Und er hat mir gesagt, dass er eben auch kein schlechtes Gewissen ihnen gegenüber hatte, weil sie selbst sehr schlecht über andere Menschen sprechen. Und vor allem über Menschen sprechen, die wenig Geld haben. Das sind für sie keine adäquaten Mitmenschen. Hat er sich natürlich angesprochen gefühlt, denn er war der Einzige im Raum, der wusste, dass er in Wirklichkeit ein mittelloser, aus mittellosen Verhältnissen stammender Mensch ist. Jürgen Haxen wird im Dezember 1960 in Flensburg geboren. Er wächst mit 2 Brüdern und einer Schwester in einem Arbeiterviertel auf. Sein Vater ist Spediteur, seine Mutter eine dänische Friseurin. Seine kriminellen Taten erklärt sich Jürgen Haxen später auch durch seine schwere Kindheit. In meiner Jugend, ich bin in sehr einfachen Verhältnissen aufgewachsen, bin Flensburger Junge und habe gemerkt, dass
arme Menschen, ich gehöre dazu sehr, ich sag mal, ärmlichen Verhältnissen, überhaupt keine Chance haben. Und habe dann schon in meiner Kindheit angefangen, Geschichten erzählen zu müssen, um nicht verprügelt zu werden von meinen Mitschülern, von meinen Freunden. Selbst vor der Kamera erzählen will Jürgen Haagsen das heute nicht mehr. Er vermittelt uns allerdings den Kontakt zu einem Jugendfreund, der an seiner Stadt über die gemeinsame Kindheit in Flensburg berichten könne. Matthias Herrmann ist Lagerist von Beruf. Der 57-Jährige erinnert sich an eine unbeschwerte Freundschaft. Da oben, wo das schwarze Geländer ist, da hat Jürgen gewohnt. Im dritten Stock. Er hatte früher immer so einen Trenchcoat an, das weiß ich auch noch. Als kleiner Junge hatte er schon so einen Trenchcoat angehabt. Ne? Mit seinen blonden Haaren, die Brille. Ne? So kenne ich ihn. Ne? Ja, er war für einen da. Also er war nicht so ein, ja, wie sagt man, so ein Weichei. Er war immer da gewesen. Also wenn man Probleme hatte oder so, man konnte mit ihm reden und alles. Haagsen selbst beschreibt seine Kindheit als belastet. Der Vater ist alkoholabhängig, seine Mutter ist psychisch krank. Diese Familie war arm in mehrerlei Hinsicht. Er war also mittellos sowieso, aber dann eben auch mit einer schweren psychischen Belastung. Die Mutter war psychisch krank, der Vater war psychisch krank. Also er hatte wirklich ein Päckchen zu tragen, der Herr Haagsen. Mit dieser Last beladen ist er dann unter diese Leute geraten, die er als glücklich, unbeschwert auf der Siegerstraße erlebt hat und ihre Verachtung denen gegenüber gespürt hat, die es weniger gut getroffen haben. Und das hat ihm, glaube ich, das schlechte Gewissen abtrainiert. Haagsen wächst neben der Harmsdorf-Werft auf. Das Werftgelände soll ihm später als Geschichte für eines seiner Investments dienen. Er wird seinen Kunden von einer Freihandelszone zwischen Deutschland und Dänemark erzählen und von der Investition in ein Einkaufszentrum speziell für Skandinavier. Auch Dietrich Liedelt glaubt ihm diese Geschichte und investiert in die Illusion. Es ging um die Freihandelszone zwischen Deutschland und Dänemark. Und da war die Werft mit inkludiert. Und das hat er so glaubhaft dargestellt, dass da die Riesenrendite herkommt. Die Psychiaterin Nahla Saimé versucht zu verstehen, warum Menschen kriminell werden. Für sie ist klar, der Hang zur Hochstapelei kann auch aus schwierigen Familienverhältnissen resultieren. Menschen, Eltern, die selber massive psychische Probleme haben, können oft keine stabile Bindung zu ihren Kindern aufbauen. Man muss sagen, dass Alkohol- und Drogenprobleme auch dazu führen, dass das Element der unehrlichen Beziehungsgestaltung hineinkommt. Weil Menschen, die suchtkrank sind, anderen Menschen häufig suggerieren, dass sie es nicht wären. Das heißt, das Element des Heimlichen, des Unwahren hält auch da schon Einzug und ist eine tiefgreifende Beziehungserfahrung. Jürgen Haagsen wird schon früh von seinem Umfeld getrennt. Aufgrund seiner Legasthenie wird er als Kind auf eine Sonderschule geschickt. Später holt er im 60 Kilometer von Flensburg entfernten dänischen Internat die mittlere Reife nach. In dieser Zeit stirbt sein Vater. Da ist Haagsen gerade 17 Jahre. 6 Jahre später stirbt auch die Mutter. Haagsen ist 23 Jahre alt, in einem fremden Land und in gewisser Weise auf sich gestellt. Es mag die Zeit sein, in der er sich entscheidet, jemand anderes sein zu wollen. 1985 zieht Haagsen ins dänische Kerteminde. Dort findet er Anschluss und dort beginnt seine kriminelle Karriere. Elisabeth Rüge ist Haas Vermieterin und eine gute Bekannte von einem seiner ersten Opfer. Wir waren natürlich schockiert, als wir die Geschichte von Jürgen erfuhren und was er alles gemacht hatte. Wir hatten wahrscheinlich das Gefühl, dass etwas nicht stimmte, aber wir waren geschockt darüber, wie viel es war. Er hatte uns mal nach Flensburg eingeladen. Wir sind in seinem Auto gefahren und da war alles gut. Er hat ganz gern geredet und hat uns von seinen vielen Projekten erzählt. Dann kamen wir in Flensburg an und wollten essen gehen, aber er hatte seine Geldkarte vergessen. Also haben wir für sein Essen bezahlt. Ich bin nicht als Krimineller geboren worden. Also das entstand sicherlich aus einer Notlüge heraus. Ich habe
eine Frau in den 80ern kennengelernt, also meine Frau in diesem Fall. Und sie war Ärztin und ich habe... Also jemand aus sehr guten Kreisen? Aus sehr guten Kreisen, aus sehr zivilisierten, gut erzogenen Kreisen. Und ich hatte in meiner Jugend ein paar Anlagegeschäfte für mich selber getätigt und die liefen auch ganz gut in Dänemark. Haxen lernt in dieser Zeit die 81-jährige Rentnerin Karin Gregersen kennen. Die beiden bauen ein Vertrauensverhältnis auf. Wir haben festgestellt, dass sie eine sehr enge Beziehung zu Jürgen hatte und entdeckten auch, dass er sie täuschte, weil er ihre Sachen benutzte und ihre Geldkarte. Am Ende stellte sich heraus, dass er sie finanziell betrogen hatte. Sie wurde sehr enttäuscht. Ja, er hatte sie um viel Geld betrogen und sie richtig im Stich gelassen. Sie musste aber auch einsehen, dass es jetzt nun mal so war. Sie hatte Jürgen sehr gerne. Er war wie ein Enkel für sie. Nach und nach stellt sich heraus, Karin Gregersen ist nicht das einzige Opfer von Haxen in dieser Zeit. 1986 wird er wegen Betrugs, Veruntreuung und Zollvergehen mehrfach in Dänemark zu Geldstrafen verurteilt. Das dortige Kriminalregister zählt 50 Fälle. Haxen schmuggelt in dieser Zeit Videogeräte aus Deutschland nach Dänemark und sitzt erstmals einige Wochen in Untersuchungshaft, bis er schließlich nach Deutschland ausgewiesen wird. In Dänemark ist er nicht mehr willkommen. Haxen siedelt über nach Hamburg. In der Hansestadt gibt er sich erneut als Vermögensberater aus und arbeitet am eigenen Image. Er umgibt sich mit Privatjets, lebt in einer Villa, fährt Ferraris und feiert rauschende Feste. Alles auf Kosten seiner Anleger, die sich bereitwillig täuschen lassen. Das Ziel des Hochstaplers ist ja auch, zu Menschen Kontakt zu bekommen, in Kreise vorzustoßen, in die ein normal sozialisierter bürgerlicher Mensch nicht vorstößt. Das Dazugehören, das Dabeisein, das ganz vorne auf der Tribüne sitzen, neben einem Präsidenten, neben dem Kanzler, neben irgendeinem großen Industriellen. Haxens Maskerade überzeugt auch Prominente wie Dieter Bohlen und Udo Lindenberg. Bohlen will 3 Millionen D-Mark an ihn verloren haben. Lindenberg gibt dem Betrüger erst 100.000 D-Mark, holt sich die investierte Summe aber nach einigen Tagen höchstpersönlich wieder zurück. Sein zur Schau gestellter Reichtum dient Haxen auch dazu, immer mehr und immer reichere Investoren anzulocken. Nach außen mimt Haxen den erfolgreichen Geschäftsmann. Für ausgewählte Kunden organisiert Haxen exquisite Partys in seiner Villa im noblen Hamburger Luxusviertel Krietenbark. Dietrich Liedelt gehört nicht zu diesem ausgewählten Kreis. Eine Ausgrenzung, die schmerzt. Diese Leute hat er behandelt wie Freunde. Dazu zähle ich nicht, aber es sind andere. Das war ja das... Das Privileg, dass sie von ihm zu sowas eingeladen wurden, dafür war wahrscheinlich mein Engagement zu klein. Oh ja, das stimmt. Das stimmt. Das war zu wenig. Haxen unterscheidet ganz klar. Nur die wirklich großen Investoren umgarnt er mit unsagbarem Luxus. Längst ist ihm bewusst, dass er sie braucht, um sein Betrugssystem am Laufen zu halten. Ein klassisches Schneeballsystem. Am Anfang dieses ausgeklügelten Schneeballsystems steht ein selbsternannter Guru, Haxen, mit einer phänomenalen Anlageidee. Die Investoren werben selbst immer wieder neue Anleger. Was die anfänglichen Investoren nicht wissen, ihre Renditen werden vom Geld der neuen Investoren gezahlt, stammen also nicht aus den Ausschüttungen echter Investitionen. Was mit kleinen Beiträgen beginnt, wächst zu immer größeren Investitionsbeträgen heran. Frühe Investoren werden dabei häufig noch ausgezahlt. Die Kleinanleger der ersten Stunde bekommen ihr Geld und phänomenale Gewinne zurück. Spätere Großinvestoren, die sich von den Empfehlungen locken lassen, gehen meist leer aus. Solange das Geld fließt, funktioniert auch das System. Kommen keine neuen Anleger hinzu,
platzt die Blase. Der Faktor 13 ist Haxens Köder. Bei einer Investition von 100.000 Mark bekommt der Kunde 1,3 Millionen abzüglich 10% Provision. Ein unwirkliches Geschäft. Und Hochstapler, die ihre Sache wirklich gut machen, also im kriminellen Sinne wirklich gut machen, haben alle dieses unglaubliche Talent, Bedürfnisse und Begierden und Wünsche und Sehnsüchte im Gegenüber wahrzunehmen, sehr seismografisch wahrzunehmen. Und sie sind hochgradig manipulativ. Empathie hat der Hochstapler in dem Sinne, dass er sich einfühlen kann in die Bedürfnisse des anderen. Aber er ist mitleidlos. Das ist es. 1993 macht Haxen einen weitreichenden Fehler. Er lässt sich mit den falschen Leuten ein, bezieht Geld auch aus dem Hamburger Rotlichtviertel. Eines Morgens wachte ich auf und da war ein Kreuz in meinem Garten mit dem Jahr 93 drauf, also Jürgen Haxen 1960 bis 93. Und da war ich sehr ungehalten rüber und habe dann entschlossen, so geht das nicht weiter und ich muss sehen, wie ich aus dieser Situation herauskomme. Die Hamburger Staatsanwaltschaft erlässt am 22. Oktober 1993 Haftbefehl gegen Haxen. 19 Tage später verlässt er Deutschland. Für den nächsten Tag war eine Durchsuchung seiner Büroräume geplant. Gerüchten zufolge soll er den Tipp direkt aus der Justizbehörde erhalten haben. Haxen findet Zuflucht im fernen Kapstadt. Die Wahl seines Zielortes fällt nicht ohne Hintergedanken. Ein Auslieferungsabkommen zwischen Deutschland und Südafrika gibt es nicht. Haxen zieht auf ein Anwesen im noblen Vorort Constantia. Dort hält er die Legende seiner Investments für die deutschen Anleger weiterhin aufrecht. Sein Geschäftsmodell erklärt er damals mit fast bübischem Stolz einem TV-Team. Ich kann Ihnen sagen, ich habe mich damit darauf spezialisiert, Gesellschaften aufzukaufen, Aktienmehrheiten zu erwerben von Gesellschaften, die finanziell nicht immer allzu stark dastanden oder dastehen. Und diese dann wieder zu veräußern oder zu entkernen und mir die Filetstücke rauszusuchen und sie dann entsprechend als Filetstück zu verkaufen. In Kapstadt bastelt der Millionenbetrüger erneut an seinem Image, beschafft sich einen Maserati und einen 600er Mercedes und zahlt umgerechnet etwa 230.000 Euro Jahresmiete für eine Luxusvilla mit privater Pferdekoppel. Hier gründet Haxen seine neue Firma South Analysis. Einige seiner deutschen Kunden lädt er nach Kapstadt ein. Auch Dietrich Liedelt. Auf jeden Fall habe ich aus Kapstadt mehrere Briefe gekriegt. Positive Briefe, dass, warum er geflüchtet ist, von ihm. Er ist ja geflüchtet, weil die Staatsanwaltschaft hinter ihm her war und alles gefändet hat. Und die ganzen Akten sind weg. So, das war das Schöne. Er muss alles wieder frisch aufbauen. Das geht nur und so und so und so und so. Ja, und dann ging das los. Ich kann gerne hinkommen. Immer wieder verkündet er seinen Anlegern schriftlich, dass die Ausschüttung der Riesenrendite kurz bevorstehe. Es gebe da nur noch dieses eine kleine Hindernis. Liedelt erhält den ersten Brief nach Haxens Flucht am 1. Dezember 1993. Diesen Brief schreibe ich zu einem Zeitpunkt, an dem ich kaum noch etwas zu verlieren habe. Weder einen Ruf noch materielle Güter. Alles, was gegen meine Person eingeleitet werden kann, ist eingeleitet worden. Gegen uns gerichtete physische und psychische Bedrohungen häufen sich in letzter Zeit. Warum schreibe ich Ihnen diesen Brief? Ich möchte Ihnen die Zeit, Kosten, Mühe und Ärger sparen, die Sie haben werden, wenn Sie weitere Schritte gegen mich unternehmen wollen. Am 5.9.94 habe ich ihm geschrieben: Ihr Schreiben bringt mich wirklich wieder einmal zum Schmunzeln. Es ist schon erstaunlich, welche Gründe Ihnen immer wieder neu einfallen. Haxen spielt mit seinen Anlegern, hält sie hin. Aber Liedelt fällt es schwer, sich endgültig vom vermeintlichen Vermögensberater zu lösen. Neil Bernstein ist Bauunternehmer und Investor in Kapstadt.
Er lernt Haxen 1993 über seinen Anwalt kennen und vermietet seine Villa an den Hochstapler aus Deutschland. Ich bin seit 30 Jahren Bauunternehmer und ich habe mir ein Traumhaus in Constantia gekauft, die Villa Musica. Ich wurde von Haxens Anwalt angesprochen, ob ich Interesse hätte, das Anwesen zu verkaufen. Das war nicht der Fall, woraufhin sie mir das Angebot machten, das Grundstück für 1 Million Rand im Jahr zu mieten. Ich wollte den Mann aber zuerst kennenlernen. Auf mich wirkte er nicht sonderlich intelligent, aber er behauptete, die 13-fache Rendite für seine Investments zu erwirtschaften. Haxen mietet gleich mehrere Villen in Kapstadt, auch auf dem luxuriösen Anwesen der Klasenbosch Farm. Hier im Bild lässt es sich der selbsternannte Anlageberater gut gehen. Er feierte Partys in der Villa. Es gab dort einen Swimmingpool und er organisierte Partys mit Stripperinnen und Prostituierten. Er machte einfach, was ihm gefiel und machte seine Frau ziemlich unglücklich damit. Er war nicht wirklich auf der Suche nach neuen Investoren. Er wollte das Geld investieren, das er bereits aus illegalen Geschäften hatte. Er wollte Gewerbeimmobilien kaufen, hat dann aber nicht wirklich investiert. Sie kamen alle aus Deutschland und diese deutschen Investoren hatten die verrücktesten Besprechungen. Er erzählte Geschichten und sie fielen alle darauf herein. Er konnte Geschichten erzählen wie sonst keiner. Für sie mietet Haxen noble Konferenzräume in 5-Sterne-Hotels. Um seine Glaubwürdigkeit wiederherzustellen, lädt er zu den Anlegertreffen auch einen vermeintlichen staatsautorisierten Revisor des Investments in Skandinavien ein. In Wirklichkeit ist der Mann namens Lars-Peter Arnemann Paulsen ein einfacher Farmer aus Namibia, der für Haxen den hochoffiziellen Revisor mimt. Aus Kapstadt formuliert der Hochstapler sein nächstes Schreiben an Dietrich Liedelt. Vielen Dank, dass Sie daran interessiert sind, mich in Kapstadt zu besuchen. Ich bin mir sicher, dass der Besuch eine positive Entwicklung in unserer gegenseitigen Geschäftsbeziehung darstellen wird. Geben Sie mir die Chance, Ihnen hier vor Ort zu beweisen, dass das Investment existent ist und Sie sich nicht in mir getäuscht haben. Diese letzte Einladung, die erneute Hinhaltetaktik, ist der Tropfen, der für Dietrich Liedelt das Fass zum Überlaufen bringt. Er zeigt Jürgen Haxen an. Ist das das Ende? Ich habe Sie nicht zu einem Gespräch nach Kapstadt eingeladen, um Sie davon abzubringen, irgendwelche Aussagen vor Gericht zu machen, sondern um Sie davon zu überzeugen, dass Sie definitiv nicht betrogen worden sind. Ich habe drunter geschrieben, zahlen Sie mich endlich aus, ich habe das endlose Gesappel und Geschreibe satt. Und auch Haxen lässt die Maske fallen. Seine Antwort folgt auf dem Fuße. Ich habe es auch satt, mich von Ihnen und anderen Personen unbegründet und unbeweisbar permanent als Betrüger beschimpfen zu lassen. Sie sind Kaufmann und wissen, was spekulativ bedeutet. Also hören Sie endlich auf, mir permanent vorzuwerfen, dass ich nicht zu meinen Zusagen stehe. Stehen Sie zu Ihrem Vertrag oder setzen Sie sich in einen Flieger, notfalls in eine Frachtkiste. Hat Haxen sein Spiel zu weit getrieben? Die Anleger werden nervös. Jürgen Haxen steht am Abgrund. Am 2. März 1995 versucht er den Befreiungsschlag. Er bittet seine Hamburger Anleger, sich im Spiegelsaal des Luxushotels Atlantik einzufinden. Per Satellitenübertragung aus Kapstadt will er eine Ehrenerklärung abgeben und alle über den Stand ihres Investments informieren. Auch Dietrich Liedelt nimmt an der Veranstaltung teil. Diese riesen Leinwand und direkt im Kontakt, er am Mikrofon und neben sich ein Rechtsanwalt. So, also ich habe keine Frage gestellt, das weiß ich noch genau. Ich habe gedacht, lass mal die anderen was fragen. Und der Rechtsanwalt auch, hat klar gesagt, also das Investment ist kurz davor und so weiter und so weiter und so weiter. Das bin ich, da. Herr Haxen, ich bitte um Ihre Erklärung, die Sie verlesen werden. Bitte schön. Ja, ich möchte meine Ehrenerklärung verlesen, die wie folgt aussieht. Hiermit erkläre ich Jürgen Haxen, dass es das Investments der Nordlandnüsse Hamburg gibt und dieses einen Wert in Höhe von 1 853 Millionen hat. Spätestens bis Juli 1995 werden alle Anleger ihre Einlage zuzüglich Gewinnerwartung beziehungsweise Verzinsung erhalten. Noch einmal bitte ich um Verständnis, dass ich mich nicht
den Qualen aussetzen möchte, mich in beengten Räumlichkeiten aufzuhalten. Das Interview war quasi zu Ende und dann wird er abgeschaltet. Und jetzt wurde zuerst wir abgeschaltet. Er sah uns nicht mehr, aber wir sahen ihn. Und dann haben die sich gegenseitig abgeklatscht. Und da habe ich gesagt, so, was wollt ihr noch? Wollt ihr noch mehr sehen von dem Betrüger? Doch so skeptisch wie Liedelt sind die wenigsten. Viele wollen nach wie vor an die Existenz des Investments glauben. Haxen bleibt im Spiel. Vorerst. Doch Ende 1994 beantragt Deutschland beim damaligen südafrikanischen Staatspräsidenten Frédéric de Klerk die Auslieferung. Haxen wird festgenommen und kommt erst gegen eine Kaution von 500.000 Mark wieder auf freien Fuß. Das juristische Tauziehen um die Auslieferung nach Deutschland beginnt. Richter Dennis Davis hat eines der Verfahren gegen Jürgen Haxen in Südafrika geleitet. Ich erinnere mich genau. Ich war im Gericht und wusste, dass gleichzeitig zwei weitere Haxen-Fälle verhandelt wurden. Ich dachte damals, er bezahlt 6 Anwälte und 3 Anwaltsteams. Ich meine, die Kosten dafür waren enorm. Aber das störte ihn nicht. Es war ja nicht sein Geld. Es ist wirklich eine außergewöhnliche Geschichte. Richter Davis erinnert sich an sein erstes Zusammentreffen mit Haxen. Ich traf ihn zufällig an der Uferpromenade und er benahm sich fast klischeehaft deutsch. Er schlug seine Absätze zusammen, als wäre ich die Autoritätsperson und begrüßte mich mit Richter. Ich sagte, hallo Herr Haxen. Und das war mir äußerst unangenehm. Ich wollte nichts mit ihm zu tun haben, aber er wollte unbedingt mit mir reden. Was mir auf jeden Fall bewusst wurde bei diesen 3 oder 4 Begegnungen war, dass er einen gewissen Charme hatte. Auch später, als wir uns vor dem Gerichtsgebäude oder anderswo begegneten, war er sehr eifrig. Und egal wie schnell man ihn loswerden wollte, er wollte genau das Gegenteil. Ich erinnere mich, dass er sich auch selbst verteidigte. Nicht bei mir, sondern bei anderen. Und mir wurde von diesen Richtern gesagt, dass er ziemlich beeindruckend war. Er war ein wirklich intelligenter Kerl. Vielleicht hat ihn diese Intelligenz, gekoppelt mit anderen Aspekten seiner Persönlichkeit, auch erst dazu gebracht, das zu tun, was er getan hat. Getrübt wird das süße Leben in Kapstadt für Haxen ein wenig durch die Kautionsauflagen, die er dort erfüllen muss. Den Aufenthalt im südafrikanischen Gefängnis kann er lange abwehren. Dafür muss sich Haxen aber 3-mal wöchentlich auf einer Polizeistation melden. Der Charme, der die deutschen Anleger jegliche Vernunft vergessen ließ, funktioniert scheinbar auch hier. Haxen berichtet davon, dass ihm die Polizeibeamten das Kautionsregister auch schon einmal zur Unterschrift nach Hause gebracht hätten. Ich denke, er kannte die südafrikanische Gesellschaft ziemlich gut. Er hat sicherlich sehr schnell herausbekommen, wer dort einflussreich war und wie unser Justizsystem funktioniert, weil er ja so oft vor Gericht war. Er stand eine Weile unter Polizeischutz. Wir wollten nicht, dass ihm hier etwas zustößt. Haxen hatte sich mit zwielichtigen Gestalten aus der Unterwelt eingelassen. Kurz vor Ostern 2002 bekommt Haxen dafür die Quittung. Von den südafrikanischen Behörden wird ihm vorgeworfen, jetzt auch inländische Anleger betrogen zu haben. Sie wollen ihn nun loswerden. Als er nur noch die Wahl zwischen dem Pultsmoor-Gefängnis und einem deutschen Gefängnis hatte, wird er letztendlich glücklich gewesen sein, ausgeliefert zu werden. Da bin ich mir sicher. Ganze 9 Jahre hatte es Haxen geschafft, seine Auslieferung nach Deutschland hinauszuzögern. Aus Angst vor einem längeren Aufenthalt im Kapstädter Gefängnis stimmt er nun doch einer Überführung zu. In Hamburg wird sich der Jahrhundertbetrüger nun dem Gericht stellen müssen. Angeklagt ist seine Frau und der Wirtschaftsprüfer, der den Anlegern das Milliardenvermögen attestierte. Ein 4. Angeklagter, ein Schweizer Treuhänder, erscheint gar nicht erst. Wegen angeblicher schwerer Krankheit.
die drei Geschädigten, deretwegen letztlich dann die Verurteilung auch erfolgte, waren im Prinzip unterschiedlich, was den Umfang auch des Schadens angeht. Der praktisch eine der Hauptgeschädigten ist mit einem zweistelligen Millionenbetrag hier dabei gewesen als Geschädigter, während es bei den anderen deutlich geringere Beträge gewesen sind. Dietrich Liedelt ist einer der Kläger, die gegen Haxen aussagen. Im Hamburger Gericht versucht man nun, Haxens Betrugssystem zu durchleuchten. Es zeigt sich, ein Investment hat es nie gegeben. Lediglich ein paar kleinere Aktiengeschäfte und Firmen, die nach außen erfolgreich wirkten. Als Haxen endlich alles zugibt, stellt sich für nur wenige Erleichterung ein. Der verantwortliche Richter kann die Naivität der Anleger kaum fassen. Haxen hatte einen sehr, sehr netten Vorsitzenden. Und er hat auch eine unheimlich nette Art gehabt, die Hauptverhandlung zu führen. Es ist nicht selbstverständlich. Er wollte es wirklich wissen, wen er da vor sich hat. Die Frage nach der Selbstverantwortung der Investoren und deren Gier kommt immer wieder auf. Und Strate, sein Verteidiger, fragte ihn dann auch, sagen Sie mal, was heißt skandinavische Behörden, was heißt skandinavische Börse? Skandinavien besteht doch aus 4 Staaten. Und das haben sie alles geglaubt. Und dann sagten diese hochmögenden Multimillionäre, ja, wir haben das geglaubt. Wenn ich ehrlich bin, sind wir alle wütend, nicht? Dass wir auf den reinfallen. Das waren Chefs und Unternehmer und ja, mit dem entsprechenden Selbstbewusstsein. Und jetzt auf einmal saßen sie da und sind auf ganz besonders plumpe Weise betrogen worden. Und das ist natürlich komisch. Also ein Teil seiner Kunden wird psychostrukturell ganz ähnlich gewesen sein wie Herr Haxen. Ein Teil. Nämlich auch Spielernaturen, die zocken und die sozusagen gemeinsam zocken und die ihm das Geld zum Zocken gegeben haben. Nur, dass am Ende Herr Haxen eben das Ass im Ärmel hat. Wie sehr hat Ihnen die Gier Ihrer Kunden dabei geholfen, das durchzuziehen, was Sie da mit dieser Hutzpe durchgezogen haben? Ich glaube schon, dass dieser Virus Gier, der in den Körper meiner Kunden war, notwendig war, um überhaupt dieses Anlageengagement zu tätigen. Ohne diesen Gier-Virus wäre es nicht möglich gewesen. Ja, also ich wäre auch nicht rein. Ich wäre nicht mein eigener Anleger gewesen. Also ich hätte das nicht gemacht. Am 11. April 2003 wird Haxen nach 13 Verhandlungstagen vom Landgericht Hamburg zu einer Freiheitsstrafe von 6 Jahren und 9 Monaten verurteilt. 9 Monate mehr als von der Staatsanwaltschaft gefordert. Haxen verbüßt einen Teil seiner Strafe in der Haftanstalt Fuhlsbüttel, auch bekannt als Santa Fu. Dort schreibt Haxen seine Autobiografie und will so Reue ausdrücken. Was sich positiv auf eine vorzeitige Haftentlassung auswirken soll, bewirkt jedoch das Gegenteil. In den Augen der Justiz bestätigt hier Haxen nur erneut einen ungebrochenen Geltungsdrang. Eine vorzeitige Entlassung wird abgelehnt. Dietrich Liedelt erhält insgesamt 1.850 Euro aus einem von Haxen initiierten Wiedergutmachungsfonds. Der Immobilienkaufmann hat um den großen Gewinn gezockt und verloren. Die investierten umgerechnet 400.000 Euro erhält Liedelt nicht zurück. Haxen hat seine Strafe im Februar 2008 verbüßt. Seine Haftzeit in Südafrika wird angerechnet. Auf Mallorca baut er sich ein neues Leben auf. Mit neuer Frau, einem südafrikanischen Fotomodel und neuem Namen arbeitet der Hochstapler hier als Weinhändler. Es scheint ein gelungener Neuanfang. Im Februar 2015 eröffnet er gemeinsam mit seinen 3 Söhnen aus erster Ehe ein Nobelrestaurant in Palma. Der ehemalige Millionenbetrüger scheint geläutert. Für die Presse ist er ein gefundenes Fressen. Seine Geschichte klingt so unglaublich, dass sie Quote macht. In unzähligen Interviews beginnt Jürgen Haxen nun mit seiner eigenen Legendenbildung und spricht immer wieder von Reue. Ich habe meine Strafe abgesessen und in der Sekunde hat man den Anspruch auf ein neues Leben. Man ist rehabilitiert.
Rehabilitiert hätte Jürgen Haxen sein können und sein neues Leben auf Mallorca genießen. Doch er kann es nicht lassen. Bald schon wird er erneut vor Gericht stehen. Der Angeklagte hatte kurz nach seiner Haftentlassung zu einem Bekannten oder Freund Kontakt aufgenommen, von dem er wusste, dass er gerne ein Kind adoptieren würde, und hat ihm vorgespielt, in der Lage zu sein, über Kontakte nach Südafrika eben ein Kind zur Adoption vermitteln zu können. Den Namen des Kindes übermittelt Haxen seinem Freund per SMS. Über Monate schickt er ihm fiktive Mails eines vermeintlichen Philipp aus Kapstadt. Der 5-jährige Junge freue sich schon darauf, endlich zu seinem Papa nach Mallorca zu kommen. Haxen kassiert für die Adoptionsvermittlung insgesamt rund 44.000 Euro. Den kleinen Jungen aber hat es nie gegeben. Nur die echten Gefühle des Vaters in Spee. Trotz der Schwere des Verbrechens geht der Prozess für Haxen glimpflich aus. Er zahlt dem Geschädigten einen Großteil des Geldes zurück. Es kommt zum Vergleich. Beide Parteien vereinbaren Stillschweigen. Das Urteil: 1 Jahr und 3 Monate auf Bewährung. Ich habe ihn damals gefragt, was unterscheidet Sie eigentlich von einem Heiratsschwindler? Damals im Gefängnis, als ich ihn interviewt habe. Und er sagte zu mir, ein Heiratsschwindler, das ist ja das Allerletzte. Der spielt ja mit den Gefühlen von Menschen und mit den Herzen von Menschen. Und dann habe ich gesagt, ne, machen Sie doch auch. Sie spielen doch auch mit den Gefühlen, mit den Hoffnungen und der Freundschaft von Menschen. Und dann sagte er zu mir, was ist denn das für eine Freundschaft? Die wollen Kohle von mir. Die wollen 13 Mal so viel Kohle, wie sie mir gegeben haben, zurückhaben. Was ist denn das für eine Freundschaft? Und das habe ich ihm geglaubt. Und als ich das dann später las, dass er sich tatsächlich da zum Mittler in einem Adoptionsfall gemacht hat, das hat seinen Nimbus in meinen Augen zerstört. Die Frage, wie dieser Adoptionsfall in die Geschichte vom Gentleman-Verbrecher passt, hätten wir Jürgen Haxen auch gern gestellt. Nach der finalen Absage fragen wir per Mail: Können Sie diejenigen verstehen, die enttäuscht darüber sind, dass Sie 2010 einem Bekannten ein Adoptivkind besorgen wollten, das es nicht gab? Eine Antwort auf diese Frage bekommen wir von Jürgen Haxen nicht. Jürgen Haxen hat sie alle zum Narren gehalten. 300 Anleger, die ihr Geld einem Menschenfänger und Phantasten anvertraut haben. Aber auch einem Lügner und Verbrecher. Natürlich muss man skeptisch sein, aber er hat das gekonnt. Er hat das so gekonnt rübergebracht, dass man sagte, es kann ja sowas geben.